Boxen mit Keksen. Toll. Warte, Caillou. Herr Hinkel hat dir 5 Euro für 5 Keksboxen gegeben. Er hat jetzt aber erst 3. Ja, das stimmt nicht, Caillou. Oh, Entschuldigung. Sie haben 3, hier sind 4 und 5. Vielen Dank, Caillou und Clementine. Danke, Herr Hinkel. Schönen Tag noch. Wow, wir haben heute ja schon 10 Keksboxen verkauft. Ich frag mich, ob wir 20 schaffen. Oder 30. Oder 50. Oder 100. Was ist das, Mama? Warum schreien die alle? Alles gut, ihr zwei. Ihr müsst keine Angst haben. Die protestieren hier. Protestieren? Warum? Wenn man über etwas unglücklich ist und es ändern will, protestiert man. Man zeigt den Verantwortlichen mit Schildern, wie man sich fühlt. Warum schreien Sie denn so laut? Ja, warum sind Sie denn wütend? Nun, Sie wollen von allen Aufmerksamkeit. Heute protestieren Sie gegen Rassismus. Was ist Rassismus? Oh, ich weiß schon. Rassismus ist, wenn man gemein zu jemandem mit einer anderen Hautfarbe ist. Stimmt's, Mama? Das stimmt, Clementine. Nun, es gab eine Zeit, da hättet ihr nicht zusammen spielen dürfen. Weil ihr verschiedene Hautfarben habt. Wirklich? Ja. Menschen mit dunkler Hautfarbe wie Clementine und ich durften nicht die gleichen Sachen machen wie Menschen mit heller Farbe, wie du, Caillou. Ihr zwei hättet nicht zusammen schwimmen dürfen. Oder im gleichen Bus fahren. Oder sogar zusammen im Restaurant essen. Das fanden andere auch, Caillou. Sie haben dann protestiert, so wie hier. Und alles wurde besser. Jetzt können Clementine und du zusammen spielen und alle gleichen Dinge machen. Oh! Protestieren ist was Gutes. Oh ja, Clementine. Manche Menschen sind immer noch gemein zu Menschen mit dunkler Hautfarbe wie uns. Und alle hier wollen das ändern. Und wenn viele verschiedene Menschen so zusammenkommen, dann können sie die Welt verändern. Wow! Wow. Gratiswasser! Tut mir leid! Schon okay. Oh, hi Caillou! Hi Clementine! Hi Jeffrey! Was machst du denn mit dem ganzen Wasser? Mama und ich verteilen die alle an durstige Protestierende. Das ist so nett. Hey, ihr zwei, wollen wir wieder Kekse verkaufen? Nun, einige Demonstranten sehen doch ziemlich hungrig aus. Können wir ihnen Kekse geben? Oh, können wir? Können wir? Das klingt nach einer super Idee. Wir verschenken ein paar Boxen. Wasser, Wasser, und das kostet nix. Kekse, Kekse, und die kosten nix. Ihr Lieben, das ist Alex. Nun, es kann sehr beängstigend sein, in eine neue Schule zu gehen. Also lasst uns alle dafür sorgen, dass sich Alex hier wohlfühlt. Warum setzt du dich nicht, Alex?
Hi, Alex. Ich bin Caillou. Warum sitzt du so weit von uns weg? Was? Pausen machen allein doch keinen Spaß. Nein. Komm und spiel mit mir und den anderen. Nein, ich will nicht mit dir spielen. Oh, tut mir leid. Vielleicht können wir... Nein, lass mich in Ruhe. Du bist heute ja sehr still, Caillou. Wie war's in der Schule? Es war okay. Kein Hunger, Caillou? Ich dachte, du isst gern Spaghetti. Spaghetti! Caillou, Papa spricht gerade mit dir. Hallo, Erde an Caillou? Bist du da? Ich will keine Spaghetti, Papa! Du hast Rosi Angst gemacht, Caillou. Ich weiß. Tut mir leid, Papa. Ich war nur so wütend. Nun, sag mir doch mal, was dich so wütend macht. Nun, ja. Ich wollte mit dem neuen Jungen in meiner Klasse spielen und er hat mich geschubst, was weh tat. Ich weiß nicht, warum er so fies war. Tut mir leid, Caillou. Ich verstehe, warum dich das wirklich wütend macht. Ich wollte nicht gemein zu Rosi sein. Ich hab nur Angst. Schon okay. Rosi verzeiht dir bestimmt, wenn du dich entschuldigst. Caillou? Tut mir leid, dass ich dir Angst gemacht habe, Rosi. Es ist nicht schön, Angst zu haben. Biscotti! Super Idee, Rosi. Lass uns runtergehen und aufessen. Was, wenn Alex wieder fies ist, Papa? Ich komme mit rein und wir sprechen darüber zusammen mit Mrs. Martin, okay? Vergiss nicht, wenn jemand gemein zu dir ist, kannst du es immer deinem Lehrer sagen. Okay. Guten Morgen, Caillou. Hi, Mrs. Martin. Ich muss Ihnen was sagen. Hey, Caillou. Hi, Alex. Ich wollte dir sagen, es tut mir wirklich leid, dass ich dich gestern geschubst habe. Es ist wirklich furchteinflößend, neu zu sein. Aber ich wollte nicht gemein zu dir sein. Wenn du noch mit mir befreundet sein willst, wäre ich gern dein Freund. Schon okay. Manchmal kann ich auch gemein sein. Aus Versehen, wenn ich Angst habe. Wirklich? Ja. Papa sagt, dass es nur wichtig ist, sich zu entschuldigen. Komm her, Caillou. Du willst doch nicht, dass Alex am zweiten Tag zu spät kommt, oder? Komme! Komm mit! Ich stell dir Leo und Clementine eben vor. Und bevor er zu uns nach Hause kommt, muss ich noch Geralds Essen und Lieblingsspielzeuge einpacken. Oh, und sein Ball. Tschüss, Mama. Tschüss, Caillou. Grüß bitte Gerald von mir. Guten Morgen, Gerald. Freust du dich darauf, heute mit zu mir zu kommen? Du wirst einen ganz tollen Platz neben meinem Bett haben. Da ist es schön und warm und wir können ganz viel spielen und... Gerald? Schläfst du etwa noch, mein Freund? Jetzt ist Schulzeit. Gerald?
Du musst jetzt rauskommen. Oh nein! Gerald ist weg! Gerald? Gerald! Gerald, komm raus! Guten Morgen, Klasse. Machen wir uns alle bereit für den... Oh, Caillou! Was stellst du denn da drüben an? Gerald ist weg! Warum setzt du dich nicht, Caillou? Dann erklär ich's. Also, Klasse, wie ihr bereits selbst schon gesehen habt, ist Gerald nicht mehr hier. Wo ist er? Gerald war ein sehr glücklicher Hamster, aber er war auch schon ziemlich alt und ist leider letzte Nacht auf einmal im Schlaf gestorben. Tot? Ja, er hatte ein langes Leben und mochte euch alle wirklich sehr. Nun, ich wollte ihn heute mitnehmen. Macht nichts, Caillou. Du nimmst ihn mit, wenn er zurück ist. Nun, Leo, tut mir leid, doch Gerald kommt nicht mehr zurück. Jemand, der stirbt, kommt nicht wieder. Das heißt, wir werden Gerald nicht wiedersehen. Das mit Gerald tut mir leid, Caillou. Er hatte ein tolles Leben. Ich weiß, aber ich werde ihn vermissen. Kein Hunger, Caillou? Magst du denn vielleicht Eiscreme? Eiscreme! Nein, danke. Kann ich bitte aufstehen? Na klar. Darf ich reinkommen? Das mit Gerald tut mir leid, Caillou. Ich weiß, er war dein Freund. Aber weißt du, was ich noch weiß? Du warst auch sein Freund. Du hast ihn sehr glücklich gemacht. Und keiner von euch beiden wird das je vergessen. Aber ich werde ihn nie wiedersehen können, oder? Ich weiß. Aber du wirst dich immer an ihn erinnern. Und solche schönen Erinnerungen bleiben ewig bei dir. Ich glaube, Gilbert möchte gerne mit dir spielen. Danke, Gilbert. Heute, Klasse, könnt ihr alles malen, was ihr wollt. Aber es muss etwas sein, das euch wirklich glücklich macht. Ich möchte gerne Gerald malen, weil er war mein Freund. Er ist nicht mehr da und leider kann ich ihn nicht mehr sehen. Das hier ist meine Lieblingserinnerung. Mein Papa sagt, Erinnerungen halten ewig. Jetzt kann ich mir immer das Bild ansehen, mich an Gerald erinnern und bin glücklich. Leb wohl, Gerald. Brumm! Kapitän Rosi, sollen wir höher fliegen, näher zu den Sternen? Sollen wir höher? Kapitän Rosi, kannst du mich hören?
schon, Rosi. Du wolltest mit mir fliegen und mein Co-Pilot sein. Angst. Vorm Fliegen? Oh, das wird gut, Rosi. Das wird gar nicht schlimm. Miss Rosi, wir sind dann soweit. Wird schon, Rosi. Schon okay. Ich komm mit dir. Darf ich? Das ist eine gute Idee. Hüpf hier herauf, Miss Rosi. Dr. Josef ist gleich hier. Nein! Das erste Mal, als ich hier war, hatte ich auch Angst, du. Ich hatte sogar Angst vor der Maske vom Zahnarzt. Aber viele tragen Masken. Genauso. Cowboys, Feuerwehrleute und Zahnärzte tragen Masken. Rosi will auch. Hier kommt sie, Captain Rosi. Piloten tragen auch Masken, damit sie mit ihren Co-Piloten reden können. Hören Sie mich, Captain Rosi? Guck, Masken helfen bei der Arbeit. Aber, Geist. Oh, sorry, Rosi. Ich wollte nicht lachen. Das sieht recht gruselig aus, ist aber nur ein Kittel. Eine Zahnarztuniform. Du hast ja sehr schöne Zähne, Miss Rosi. Ich denke, wenn... Alles gut, Caillou? Caillou, lustig. Doch nicht gruselig. Aber weißt du auch, was das Beste am Zahnarzt ist? Was? Zahnärzte lassen deine Zähne scheinen. Schein! Wie Sterne! Oh. Na hallo, Rosi! Ich glaube, es hilft, wenn Sie sie Captain Rosi nennen. Guter Tipp. Nun, Captain Rosi, bereit zum Abheben? Ja! Scheinen! Hehehe